Ja, hallo liebe Freunde. Heute einmal aus der Serie Neue Schnapsideen der CDU. Die CDU in Berlin möchte in Berlin die Fahrradmitnahme in Bussen ermöglichen. Ja, wir fragen uns natürlich, wie soll das gehen? Dafür gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt sein Fahrrad im Bus mit. Da ist allerdings sehr wenig Platz im Bus, weil Vorrang haben Kinderwagen und Rollstuhlfahrer. Und das Platzangebot, besonders im Berufsverkehr, ist natürlich stark begrenzt. Somit funktioniert eine Fahrradmitnahme im Bus nicht. Die Alternative wäre, Fahrradanhänger oder Fahrradaufbauten an den Bussen außen anzubringen. Da könnten dann theoretisch problemlos Fahrräder mitgenommen werden. Hier ist allerdings das Problem, dass die Fahrräder dann entsprechend als Ladung betrachtet gesichert werden müssten. Das bedeutet, bei jeder Haltestelle müsste der Busfahrer aussteigen und entsprechend die Ladung sichern. Das würde gerade in Berlin, wo wir meistens einen 10-Minuten-Takt, teilweise noch kürzeren Takt oder zumindest in den Abendstunden einen 20-Minuten-Takt haben, zu massiven Verspätungen im Busverkehr führen. Das kann doch wirklich niemand wollen, dass die Busse permanent verspätet kommen und dass man sich auf den Fahrplan der BVG nicht mehr verlassen kann. Hier zeigt sich wieder, dass vernünftige Verkehrspolitik nur mit der AfD geht, denn diese absurden Ideen der CDU kann man, glaube ich, unter absurde Ideen verbuchen. Was vielleicht